herrlich draußen zurzeit. Bei diesem Wetter ist es schön, wenn man einen Garten, eine Terrasse hat, einen Ort, um nach draußen zu gehen. Wir haben seit einigen Tagen diese Tischtennisplatte bei uns aufgebaut und da freuen uns am sich bewegen, am Spielen, aber diese Tischtennisplatte erinnert mich genau daran. Der Ball bleibt im Netz hängen. Ich habe einfach keine Geduld. Ja, das ist so. Schon als ich als Schüler in der Liga spielte, bin ich immer daran verzweifelt, dass ich viel zu schnell geschmettert habe und nicht warten konnte, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Geduld ist nicht meine Stärke. Ist es Ihre? Ist es deine Stärke, geduldig sein? Es scheint in diesen Tagen etwas Wertvolles zu sein, wenn man geduldig ist. Außer warten, außer aushalten, außer in vielerlei Weise zur Untätigkeit verdammt zu sein, bleibt uns wohl kaum etwas anderes übrig. Und das zehrt an den Nerven, wie das Tischtennisspielen und das viel zu frühe Schmettern schon immer an meinen Nerven gezehrt hat. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und einer, der sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. So heißt es in der alttestamentlichen Spruchsammlung im 16. Kapitel der Sprüche Salomos. Ja, schon die Menschen damals wussten, Geduld ist etwas Wichtiges. Auch wenn ich mir nicht aneignen kann, auch wenn ich vom Typus eher der Ungeduldige bleiben werde, eine Sache hilft mir. Ich halte das Warten, das geduldig sein müssen besser aus, wenn ich das Ziel kenne. Was ist denn das Ziel? Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall etwas, auf das ich mich, auf das Sie sich freuen. Überlegen Sie doch einmal, was wird Ihnen richtig Freude bereiten, wenn die Zeit des Coronavirus schwindet und wir wieder Freiheiten genießen können. Worauf werden Sie sich freuen? In der Woche, die vor uns liegt, in der Karwoche, freue ich mich trotz allem auf den Ostersonntag. Ich freue mich darauf, den Sieg Jesu über den Tod, den Sieg des Lebens über die dunklen Mächte feiern zu dürfen. Und dafür will ich versuchen, geduldig zu sein. Bleiben Sie behütet. Machen Sie es gut.